Hallo meine lieben Gamer, Sony hat endlich die Benutzeroberfläche der PlayStation 5 enthüllt und das Video dazu ist gerade online gegangen und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an und ich schau mal ein bisschen drüber, mache eine Reaction dazu und eine Analyse, also los geht's. Es ist ja gerade mal eine Woche her, nachdem Sony das Teardown-Video zur PS5 rausgebracht hat, wo man die PS5 im Inneren sieht. Dazu gibt es auch ein Video hier auf diesem Kanal. Aber heute gibt es jetzt eigentlich das Menü, die Benutzeroberfläche, das UI, das User Interface zu sehen. Und ich bin mal gespannt, was die Jungs hier enthüllen. Wie gesagt, ich habe das Video noch nicht angeguckt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich euch, dass wir das hier zusammen angucken. Und ich bin richtig, richtig gespannt darauf, wie es aussieht. Wobei das hier kommt mir schon bekannt vor. Das ist ja genau das, was schon mal angeteasert wurde von Sony, dass das Menü so aussehen wird. Und das ist jetzt auch quasi die Bestätigung. Es gab auch vorher schon ein paar Leaks und verwaschene Videos und Fotos davon. Und ja, es sieht, das ist zumindest mal die Einschaltmeldung, bevor man den Controller-Button drückt. Und dieses Glitzer-Design hier mit diesem Glitzer, das erinnert mich total an die PS3, falls ihr euch noch erinnert. Und auf der PS3 gab es auch dieses Glitzer-Design. Ist jetzt wieder zurück. Und das Ganze eben nicht mehr mit blauem Hintergrund, sondern eben dunkel in Schwarz. Also bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier gesagt wird. Wir haben zunächst mal die Meldung mit Benutzer, welcher Benutzer sich jetzt hier anmelden soll, wer den Controller gerade benutzt. Das kennen wir eigentlich auch schon von der PS4, es sieht halt nur anders aus. Der eingeloggte Nutzer hat auch ein PS Plus übrigens. Das ist jetzt irgendwie ganz neu. Das ist jetzt das Menü, wo fokussiert ist, dass wir... Moment, das muss ich kurz pausieren. Wir sehen jetzt, das ist das Menü, Leute. Leute, das ist auch etwas, was mich jetzt ein bisschen umhaut. Ich muss kurz übrigens mein Kamerabild ausschalten, damit ihr besser von dem Menü seht. Also zunächst mal, es gibt scheinbar wieder zwei Reihen. Eine obere Reihe, die hier, und eine untere Reihe, die seht ihr hier unten. Die obere Reihe... Das ist quasi News. Hier gibt es quasi einen neuen Screenshot, vielleicht irgendwie so ein Social Hub. Da ist irgendwas, was gerade in Progress ist, also scheinbar ein Spiel. Das ist scheinbar eine dieser Shortcuts für Spiele. Dazu komme ich, glaube ich, gleich. Ich glaube, das wird auch gleich besprochen. Das ist dieses Aktivitäten-Feature. Und da geht es so weiter. Und unten ist quasi so sehr, sehr ähnlich zum PS4-Menü. Auch eine waagerechte Anreihung an Symbolen. Jetzt gucken wir gleich mal weiter, was hier uns erzählt wird, weil hier geht es jetzt gleich in das Spiel Sackboy weiter. Okay, ohne das Spiel zu verlassen, kann man ins Systemmenü und verschiedene Dinge checken. Freundesliste, okay, Energieversorgung, Controller. Gut, das ist nichts wirklich Neues, ganz ehrlich. Aber okay. Was mich wundert, dass die untere Menüleiste so klein ist. Ich muss das fast wieder pausieren. Ich denke, das wird aber noch anders, natürlich vielleicht noch eine andere, vielleicht kommt auch noch eine andere Ansicht. Aber wie gesagt, diese Menüleiste erscheint weiterhin so klein, auch wenn man sie auswählt. Und wie gesagt, ganz großer Fokus eben auf auf den oberen Teil vom Menü. Okay, das ist quasi News-Ticker, vor allen Dingen von Publishern und von Spieleherstellern, die quasi hier neueste News raushauen. Und hier ist quasi das Menü, was für Medien von der Create-Taste, also sprich für Screenshots, Moment, ich muss das nochmal zurück, für Screenshots, für Videos und so weiter, was man gemacht hat. Das kann man hier nochmal direkt aufrufen. Das ist quasi die Aufnahmengalerie. Das war früher die Aufnahmengalerie auf der PS4. Das war ein bisschen versteckt, musste man immer ein bisschen suchen. Und das jetzt hier quasi als Hauptmenüpunkt mit dabei. Jetzt wird es interessant. Jetzt schauen wir uns eine der mächtigsten neuen Funktionen der PS5 an. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, das Activities-Feature. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way they're used in Sackboy: A Big Adventure. Okay, wir sehen das jetzt gleich an Sackboy. So. Back to playing the game. Sackboy: A Big Adventure is packed with things to discover. Was hier interessant ist übrigens, Leute, das ist, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist.
Die PS5 ist aus dem Standby-Modus raus, direkt ins Hauptmenü. Und währenddessen läuft das Spiel bereits im Hintergrund. Ist euch das aufgefallen? Es war keinerlei Ladezeit. Es war quasi Menü, also die PS5 geht aus dem Standby, die Login für den Benutzer, das Hauptmenü und instant auf Knopfdruck ist man im Spiel. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt im Hintergrund einfach gelaufen ist oder ob das quasi das Feature, ein Feature von dieser Activities-Funktion ist. Es sieht allerdings so aus. So, das ist auf jeden Fall Sackboy, das Spiel. Das habe ich auch live auch noch nicht gesehen. So, es geht zurück ins Menü mit der PlayStation-Taste. Okay, verschiedene Aktivitäten. Okay, hier steht auch dran, dass das Level noch nicht ganz fertig ist. 33% aktuell in progress, also quasi ist gerade noch am Laufen das Ganze. Okay. Und wenn man das jetzt öffnet, sieht man die wichtigsten Ziele, die man erreichen kann in diesem Level, also quasi so die nächsten Spielziele, die jetzt so anstehen. Okay, das ist auch neu, in dieser Art zumindest. It says about 10 minutes left. This is PlayStation 5's personalized playtime estimate, giving me an idea how long. Das ist ja okay. Hier steht was, es sind noch etwa 10 Minuten übrig. Das bedeutet, die PlayStation 5, also das Gerät, die Hardware schätzt, dass man für dieses nächste Ziel noch 10 Minuten braucht, bis man es geschafft hat. Wie lange man für diese Aktivität noch benötigt. Some activities even let you jump directly to that place in the game. Okay, jetzt haben wir eine kurze Ladezeit. Habt ihr es gesehen? Ein paar Sekunden und es geht weiter im Spiel. Okay, jetzt sind wir wieder zurück im Spiel. Zurück und jetzt wieder zurück im Menü. So. Okay, hier heißt jetzt, man hat hier wohl eins der Ziele verpasst. Eins der möglichen Ziele oder beziehungsweise eine der Aufgaben, die man verpasst hat. Okay, und bei manchen Spielen gibt es tatsächlich eine Hilfefunktion, um dieses Achievement zu kriegen oder auch Trophäe. Dann ist quasi eine Hilfestellung, ohne im Internet danach zu suchen, wie es heißt, sondern quasi spielintern gibt es eine kleine Hilfe, scheinbar Tutorial-Video, was auch immer, oder ein How-To, wie man dieses Ziel erreicht. Und das ist direkt in diesem Activities Karteireiter mit dabei. Okay, das ist aber auch interessant. Deswegen, wisst ihr warum? Weil das ist ja eigentlich eine Funktion, die kenne ich so von der Xbox. Das gab es eine Zeit lang mal. Man konnte den Hauptbildschirm quasi kleiner machen, so wie hier, und nebendran einen Zweitbildschirm hier dazu nehmen, in dem Fall ein Hochkantformat. Hier quasi hier geteilt normaler Spielbildschirm und hier ein, ja, eben diese Hilfefunktion. Und das gab es bei der Xbox schon mal, das ist ja komisch. Da konnte man quasi sowas wie den Internet Explorer andocken, neben dem Spielbild und nebenbei gucken, beispielsweise auch für Spielhilfe. Interessant, dass jetzt Sony so ein System auch hat. A side-by-side view. Super cool. And if you pin a card, you can access it via the control center. Okay, und diese Hilfefunktion oder diese Hilfekarten, die kann man anpinnen, dass die im Systemmenü, im Hauptmenü von der PS5 erscheinen. Now let's go find those rascally monk robes. Okay, jetzt geht es darum, dass man diese Aufgabe löst. Jetzt hat man diese Hilfe bekommen. Übrigens, hey, Gameplay aus Sackboy haben wir mal. Das ist doch schön. Und ich sehe gerade, hier oben kommt jetzt in der Zwischenzeit die Meldung, dass es hier eine Partyeinladung gibt für einen Voice-Chat. Und das erscheint während dem, quasi nicht als kleine Nachricht, so wie bisher, sondern wirklich als größere Einblendung, wo man direkt schon auswählen kann, ob man hier joinen will oder die Party angucken will oder überhaupt sich einen Überblick über die Party machen will. Das zumindest auch, das ist nett. Das ist zumindest, spart ein paar Klicks vielleicht. Und das Ganze eben kann man hier direkt mit der PlayStation-Taste aufrufen. Ja. Genau, und das ist auch noch wichtig für den Fall, dass ihr es noch nicht wisst. Ihr könnt Partys zwischen PS4 und PS5 auf jeden Fall machen. Das geht. Ihr könnt auch mit der PlayStation-App eine Party starten,
und alle, also zwischen der App, zwischen der PS4 und PS5, können überall Teilnehmer dabei sein, egal auf welche von dieser Plattformen. DualSense Controller hat dazu ein Mikrofon, das heißt, ihr braucht nicht zwingend ein Headset, sondern ihr könnt da eben das Ganze, das Mikrofon im Controller benutzen. Parties take on an expanded role with PS5. And they now provide persistent spaces to connect with groups that you play with. Hier übrigens auch eine neue Nachricht hier oben. Ein Share-Screen wird hier angeboten von irgendeinem anderen Spieler, der quasi anbietet, hier seinen Screen zu sharen, also sprich seinen Bildschirm quasi eine Übertragung zu starten. Offensichtlich zumindest. Das heißt, innerhalb vom Party-Chat kann man quasi so eine Art Livestream starten, nur für die Party-Mitglieder. Okay, das wird jetzt interessant. Genau, weil der Kumpel namens Russell, der hat jetzt gerade Uncharted Lost Legacy und er überträgt das Ganze in den Party-Chat, in die Party rein. Das ist ja wirklich nice. Das kann man im Vollbildschirm machen oder Bild in Bild und das entsprechend in den Bildschirmecken andocken. Das heißt, man kann währenddessen weiterspielen und gleichzeitig sich nebenbei den Stream vom Kumpel angucken. Das ist mal eine witzige Funktion. Das ist mal wirklich, wirklich interessant. So, zurück. Okay, jetzt geht's zum Online-Multiplayer, wie der funktioniert. Okay, man sieht, dass einige Kumpels online sind. Woran sieht man das? Ah, hier sieht man's. Beispielsweise hier ist ein Activities-Karteireiter mit Destruction All-Stars, wo dran steht, 2 von 4 Spielern sind gerade in der Runde und da kann man joinen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich bezieht auf die Freundesliste, auf die aktuelle, scheinbar zumindest, weil das sieht mir ein bisschen, man weiß, das sieht irgendwie auch nicht, wer das gerade spielt. Das wäre für mich jetzt noch eine interessante Meldung. Wer spielt das gerade und wo kann ich da direkt joinen? Eigentlich bisher gab es das ja auf der PS4 auch. Destruction All-Stars, wurde das gestartet? Jetzt müssen wir mal gucken. Ein paar Sekunden vergehen auf jeden Fall, das ist schon ein bisschen Ladezeit. Ist die Frage natürlich, ob das, inwiefern das hier übersprungen wird, die Ladezeit oder nicht. Okay, es wurde tatsächlich was übersprungen, damit man ins Spiel einsteigt. Okay. Okay, mit der Create-Taste, das ist übrigens die ehemalige Share-Taste. Die heißt jetzt Create-Taste auf dem DualSense Controller gibt es jetzt einfach, könnt ihr eben eure Inhalte teilen, beziehungsweise eben Screenshots machen, Video aufnehmen und ich denke auch streamen. Das ist übrigens das neue Share-Menü, das jetzt nicht mehr Share-Menü heißt, sondern das ist das Create-Menü auch ganz offensichtlich. Und das ist eben unten angedockt, horizontal und nicht mehr hier vertikal an der Seite. So war es ja vorher immer. Auf der PS4. Okay, ziemlich aufgeräumt grundsätzlich. Ich bin mal gespannt, was sich hier überall noch an Optionen verbirgt. Okay, man kann hier einen Screenshot machen. Ja, okay, das ist einfach nur... Mit 4K kann man das aufnehmen. Screenshots gingen ja bisher schon mit 4K. Videos bisher nur mit 1080 auf der PS4. Pro zumindest. Schön, dass das Ganze jetzt in 4K natürlich ausgelegt ist, weil das ist auf jeden Fall, überfällig. Und das ist natürlich wirklich schön, natürlich auch für Leute, für YouTuber, für Stream oder für, ja, vor allem für YouTuber. Damit könnt ihr quasi wirklich 4K capturen an eurer PS5. Ich bin mal gespannt, wie gut die Bildqualität das sein wird. Okay. So, jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich jetzt zu einem anderen Spiel will? Es gibt ein Untermenü, das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist jetzt was komplett Neues. Wir sind ja bis auf diesen Bildschirm gewesen mit diesen Activities. Und jetzt geht's scheinbar auf den Homescreen, auf den eigentlichen Homescreen. Okay. Dann ist das die Standardansicht hier. With simple and super fast access to what you need. And in case you're wondering, media-related apps will have their own space like this one.
Das ist interessant. Okay, zunächst mal, das hier sieht man sehr nach PS4 aus. Nicht von der Positionierung, aber von der Anordnung. Horizontales Menü mit den Spielen drin. Und nur eben, dass es hier oben kleiner angeordnet ist und dass das ausgewählte Spiel hier groß erscheint mit allerlei Infos. Das hatten wir für PS4 auch, bloß war das weiter unten angeordnet und nicht so ganz so groß. Es heißt ja gerade auch, dass die Apps sollen tatsächlich, hier medienbezogene Apps bekommen einen eigenen ähnlichen Bereich. Das heißt, Apps bekommen, sind nicht hier dabei, wo hier zum Beispiel eine App dabei ist, oder hier auch. Ich nehme an, dass dieser Bereich hier gemeint ist, dass jede App und jedes Spiel seinen eigenen Hub hat, so wie es hier heißt. Ja. Gut. Und man scrollt nach unten, um weitere Infos zu dem Spiel zu kriegen. Beispielsweise, da haben wir auch wieder diese Activities, die Aktivitäten. Gut. Und das sieht mir auch wieder gutes Stück ähnlich zur PS4 aus. Also schon komplett überarbeitet, aber rein vom Aufbau her sieht man das sehr, sehr ähnlich aus. Okay, hier gibt es die Clips, hier gibt es Videos, Artikel über das Spiel heißt hier, DLCs und vieles mehr. Ja, das heißt, da wird wahrscheinlich auch Werbung gemacht vom Hersteller für irgendwas. Hier kann man sich DLCs holen. Da ist wahrscheinlich auch der Shortcut zum PlayStation Store mit dabei. Und hier sieht man natürlich auch die Trophäen und so weiter. Und ich denke auch, da wird auch gezeigt werden, was Kumpels gerade machen und was für einen Fortschritt haben bisher. Einige dieser Features gibt es auch bei PS4-Funktionen, habe ich gerade gelesen, Moment, bei abwärtskompatiblen PS4-Titeln. Einige davon. Das heißt, es wird schon ein bisschen, also auch ein PS4-Spiel wird hier quasi hier in dieser Ansicht präsentiert. Okay. Und das ist nochmal interessant. Jetzt sehen wir nochmal vielleicht auch komplett diese Hauptmenüleiste. Also quasi es gibt diese Activities-Menüleiste, die wir gerade gesehen haben, und es gibt quasi diese Main-Menü-Leiste. Wir hatten jetzt hier die Spiele. Hier haben wir PS Plus, Astros Playroom. Das sieht mir aus, das ist PlayStation Now, natürlich, genau. Das ist irgendwas mit der Controller-Verbindung. Das ist die Aufnahmegalerie, hier ist Uncharted. Das ist wahrscheinlich die Spielebibliothek. Und jetzt haben wir die halbwegs neue Funktion namens Explore. Und das, denke ich, ist auch so eine Art Hub für, wo man alle Spiele sieht. Okay. Es gibt auch eine Ansicht für die PlayStation-App. Okay, da gibt es die offiziellen Meldungen von PlayStation. Okay. Das wird erst in den USA zum Launch kommen, es ist Werbung, ganz ehrlich, sind wir ehrlich, das sind einfach irgendwelche Werbevideos beziehungsweise Ankündigungen, was jetzt für die PS5 kommen wird oder so, und offensichtlich wird das jetzt nicht überall zum Day One da sein. Aber gut. Schauen wir mal. Und das ist der PlayStation Store. Genau, das ist noch das Letzte, was ich erwähnt habe. Selbe Position wie bei der PS4. Es ist keine eigenständige App mehr. Das ist interessant. Und ja, man kann jetzt hier scheinbar hoffentlich besser nach seinem Lieblingsspiel fahnden und suchen. Interessant, dass das hier direkt im Systemmenü erscheint übrigens. So, es geht zurück zum Control Center, eben das wir vom Anfang kennen. Das ist, wie gesagt, über die PlayStation-Taste kommt man in dieses Control-Menü. Das gerade, was wir gesehen haben, war das Main-Menü, das Hauptmenü. Okay. Jetzt zurück zu diesem Foto, das gerade gemacht wurde über das Create-Menü. Man kann eben das Ganze teilen. Ja, und da haben wir es schon, also man kann es beispielsweise über Twitter teilen, man kann es quasi in die Party schicken oder an bestimmte Leute innerhalb der Party, beziehungsweise an Freunde. Ich denke, das wird sich hoffentlich mit der Zeit noch ausbauen, weil bisher nur auf Twitter das zu teilen, ist natürlich ein bisschen wenig. Aber okay, mal abwarten, das ist jetzt noch ein Anfang, das Ganze. Also wie erwähnt, die Partys sind jetzt weit, weit umfangreicher als nur Voice Chat, sondern eben, die haben jetzt eben nicht nur eben Videoübertragung mit dabei, quasi Livestreams innerhalb, sondern ist eben auch, man kann direkt Screens direkt reinschicken. Wobei, ganz ehrlich, das gibt es eigentlich auch schon bisher auf der PS4. Da kann man ja auch Bilder in einen Party-Chat mit reinhauen. Aber okay, jetzt gibt's. Ach was, es gibt tatsächlich eine Spracherkennung, damit ihr Nachrichten eintippen könnt.
Also so Speech-to-Text-Funktion. Natürlich, klaro, der DualSense-Controller hat ja natürlich das Mikrofon. Das heißt, er kann auf jeden Fall für Sprachangabe benutzt werden. Genauso wie beispielsweise auf Handys. Okay, also es gibt immer noch die Tastatur. Das hat man ja gerade gesehen. Meinte, ich muss noch kurz zurück. Hier, also das ist... Na, jetzt kommt schon. Die Tastatur ist ja immer noch da. Man kann trotzdem ganz normal tippen wie vorher. Bisschen anders sieht jetzt das Textmenü offensichtlich aus. Ich gehe davon aus, dass man auch Texte mit einem angeschlossenen USB-Tastatur eintippen darf. Das sollte weiterhin gehen. Aber wie gesagt, es gibt die Diktierfunktion, womit man quasi eben Nachrichten so versenden kann. Here's a cool detail. If my friend hasn't yet played the activity where I captured this media and the game's developer thinks that activity might contain spoilers, they'll receive a warning. Aha, es gibt sogar eine Spoilerwarnung bei diesen Activities, bei diesem Aktivitäten-Feature, damit man eben nicht gespoilert wird, weil man will natürlich nicht sehen, wie ein Spiel quasi das Finale wird, wenn ein Kumpel das Ganze macht, beziehungsweise das Ganze schon in den Activities einem zeigt oder offenbart. Jetzt sehe ich gerade was Interessantes. Das ist der Abschaltbildschirm. Putting your PS5 into rest mode. Der Hintergrund ist immer noch so mit diesem komischen Scheinwerferschein und den PS3-Glitzer-Teilen. Und man sieht auch die PS5 hier drüben tatsächlich noch. Und das ist es eigentlich schon von diesem Video. Und... es ist ein bisschen gehetzt. Ich will nicht sagen gehetzt, aber es ist ein bisschen sehr, sehr viel auf einmal. Und ich finde diese Activities, das Activities-Feature echt, echt spannend. Wobei ich mir ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, warum diese Aktivitäten so wichtig sind. Ich kann mir noch nicht ganz genau vorstellen, wie es genau funktioniert. Es sind Shortcuts zu Spielen, zu bestimmten Spielsituationen auch. Aber gibt es jetzt für ein Spiel mehrere Activities, Shortcuts oder immer nur für eins? Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie genau das funktioniert. Ich muss mir das Ganze nochmal genauer angucken, ganz ehrlich, Leute. Noch ein bisschen analysieren, nochmal ein bisschen genauer hingucken, weil ich habe vielleicht noch ein paar Sachen übersehen. Nichtsdestotrotz ist das jetzt mal das Menü der PlayStation 5. Ich weiß nicht, was da eure Meinung dazu ist. Schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr das findet, auch optisch, ob euch das anspricht, ob euch das Menüdesign gefällt. Ist das durchdacht? Gefällt euch das? Ist das was? Oder ist das auf der PS4 vielleicht besser gewesen? Was ich noch interessant finde, wie gesagt, ist natürlich das mit dem Party-Chat. Und überhaupt Partys, das ist echt schön ausgebaut. Und auch die Spracherkennung direkt über den Controller finde ich auch ein sehr, sehr nettes Feature. Das, meine lieben Leute, das war es erstmal vor dem allerersten Video zur Benutzeroberfläche der PlayStation 5. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Wir sehen uns dann sehr gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.